Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Princess Peach Showtime. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Show von Princess Peach Showtime. Ja, beim letzten Mal haben wir den Katzenboss fertig gemacht und sind jetzt auf der nächsten Etage. Da haben wir ein paar Level vor uns und ein paar ist gut. Wir haben auf jeden Fall zwei, drei Funklis vor uns. Also die werden wir jetzt safe freischalten mit der Etage. Wir haben als erstes von dieser Etage ein Ninja-Level vor uns. Ninja-Künste Weg des Feuers. Beim letzten Mal hatten wir da einen Weg des Wassers. Und da bin ich schon gespannt, was mich erwartet. Vielleicht nenne ich jetzt ein Feuer-Jutsu. Naja, ich würde sagen, rein da. Da sind wir auch schon. Wir sind hier, um zu helfen, ja. Aber erstmal tarne ich mich als Wand. Wir dürfen eine Burg befreien. Ach, den mache ich fertig. Tschüss. Ich kann nichts machen. Aber hier ist ein Posenfeld, offenbar. Ist doch 100 Pro was versteckt. Du siehst mich nicht. Doch, ihr entgeht was. Nämlich meine Anwesenheit. Ja. Oh, Geld. Lecker Geld. So, zu dir komme ich auch hoch. Ich habe erwartet, dass hier oben was versteckt ist. Irgendwo ist auch 100 Pro was versteckt. Im Wasser vielleicht? Weil bisher habe ich noch keinen Stern gesehen. Nee, nee, ich springe da noch nicht runter. Ich verpasse wieder irgendeinen Stern. Ich spür's doch. Ich spüre es in meinen Eingeweiden. Wo habe ich Stern verpennt? Bevor ich weitergehe. Guck mal, hier kann ich auch nochmal posieren. Na gut, hat aber auch keinen Stern gegeben. Okay, wenn ja ein Stern ist, dann habe ich ihn nicht gesehen, weil ich habe jetzt hier wirklich alles abgesucht. Die haben gute Ohren. Muss ich ihn dazu bringen, da... Nee. Ich dachte, ich muss ihn dazu bringen, da durchzupieksen.
Tschüss. So, ist das schon Stern Nummer 2 oder ist das erst 1? Nee, das ist Stern Nummer 1. Okay, ich habe nichts verpennt. Ich bin ein Teil der Wand. Und tschüss. Du bist frei. Ich hab dich frei gepostet. Er hat mir den Weg aufgemacht. Kann ich an das Gitter? Nee. Aber ich kann hier hoch. Okay, hier oben ist nichts. Schleichen tut sie übrigens von allein. Die drehbaren Wände. Ich mach den einfach fertig. Kann ich da drauf hüpfen? Ja, kann ich. Mit viel Skill. Aber ich kann nicht da oben drauf. Der sieht mich hier hinter offenbar nicht. Du hast ein neues Zuhause damit gefunden. Das Ninja-Theme, das finde ich auch ultra geil, ne? Ich kann hier nicht drüber hüpfen. Aber warten, bis du nach rechts guckst. Tschüss. Nope. Brauche ich die Wand hier noch irgendwie anderweitig? Scheinbar nicht. Obwohl doch, ich brauche sie, um hochzukommen. Ich wollte gerade sagen, als ob hier auf der linken Seite nichts wäre. Irgendeine Posenstelle? Rein zufällig? Nee. Keine Sorge, ihr wurde blind geboren. So, einmal drehen. Davon sind sie auch mega verwirrt. Aber ich muss sie doch bestimmt vernichten. Ich habe den Weg hier nach links gesehen. So ganz flüchtig. Ich glaube, ich will den langen Weg auf der Seite haben. Okay, nur noch 2 Sterne. Hilfe, Bomben! Ich kann doch nicht mit Bomben schießen. Okay, sie läuft wieder automatisch.
Spannendes Level. Oh nee, warum? Ich sterb gerade absichtlich. Okay, damit haben wir auch den letzten Stern. Ich erwarte den Boss von hier. Also ich bin anderer Meinung, ne? Mit dem Talentteil. Jutsu des Feuers. Oh, geil. Mach ich alle fertig. Kabum. Oh, Ninja-Schleife. Ninja-Funkeli. Das schreit schon nach Spaß. Aber erstmal muss ich mir ein Foto anschauen. Das ist ein schönes Bild. Doch, bin im Bild. Ich versuche mich auch bei den Endsequenzen aus dem Bild zu packen. Ah, die Funkeschleife sieht trotzdem schön aus. Na gut, das hätten wir abgeschlossen. Ihr wisst, wo wir jetzt hingehen, wo die nächste Folge stattfinden wird. Nämlich ins Untergeschoss, dann gucken wir nämlich schon mal, wo der Fuckli ist. Es sieht lustig aus. Die Armee des dunklen Ninjas. Dann wissen wir, was wir beim nächsten Mal vor uns haben. Weil das wird dann wieder nämlich eine Folge für sich. Ja, Leute, ich hoffe, ihr hattet alle Spaß mit der heutigen Folge. Beziehungsweise mit der heutigen Show. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute. Bis dann.